Yeah, Leute, hi, welcome back. Wir spielen ein neues Game und zwar ist das Game hier Blended. Das Spiel heißt Blended. Wir spielen heute Blended, okay, Leute? Ja, ich habe die Ansage ein bisschen verkackt, aber wir spielen heute Blended. Es wird nice und wir sind diese wundervolle, reizende, hübsche junge Dame hier und sie hat Lust auf einen kleinen Drink, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob es ein Cocktail ist oder ein normaler Drink. Wir werden es herausfinden. Wir gehen mal hier direkt auf Spielen und müssen das ganze Ding hier erstmal ein kleines bisschen verstehen. Also, sie sagt auf jeden Fall, vielleicht möchte sie etwas gemixt haben. Oh, es ist ein Karottendrink. Okay, natürlich alles ohne Alkohol hier, Leute. Trinkt keinen Alkohol, das ist nicht gut. So, wir sollen bis hierhin Karotte einfüllen und bis hierhin auch Karotte einfüllen. Okay, easy way. Moment mal, ich muss hier ganz kurz. Okay, so. Zack, bis dahin. Perfekt. Und dann natürlich noch die zweite Karotte mit dazu. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns hier nicht verletzen an den Fingern. Ich glaube, das ist nämlich nicht so gut, wenn wir uns hier verletzen. Okay, Carrot Juice und ich glaube hier dann noch diesen kleinen Schirmchen rein. Einfach zur Dekoration auf diese Seite. Und das Ding ist drin. Nice. Hey, das war unser erster Drink, den wir gemacht haben. Komplett alkoholfrei, komplett alles vegan, alles gesund. Zack, 500 Geld. Dollar, Taler, was auch immer, Leute, ihr wisst schon, ich weiß auch nicht, was es genau ist. Wir haben dem süßen Mädel hier einen Drink gemacht und jetzt können wir mal schauen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Level und am Ende bekommen wir dann eine Belohnung und das hier ist irgendwie so ein Rad. Wir schauen einfach mal rein, okay? Wir gucken einfach mal rein, was das Ganze hier so mit sich bringt. Können jetzt sogar uns hier upgraden. Oh, nice, das ist sehr gut. 500 Geld, 500 Geld. Boom, upgegradet. Ich weiß zwar nicht, was es upgegradet hat, aber es kommen jetzt auf einmal Hexen und Mexikaner und Roboter zu uns. Und wir beginnen den Tag Nummer 2, Freunde. Dann schauen wir doch mal. So, sie möchte einen Zaubertrank gedönst. Was ist das hier? Sag mir jetzt nicht, ich muss Werbung gucken oder sowas. Nee, muss ich nicht. Okay, oh, das war ein bisschen, oh, ein bisschen gefährlich gerade, was ich hier gemacht habe. Ein kleines bisschen gefährlich. So, hier Schokolade. Zack. Perfekt. Es ist, glaube ich, ein Schoko-Bananen-Drink. Okay. Das Glas ist das hier oben. Das heißt, den hier. Okay. Und dazu dann noch eine feurige Prise Zaubersaft. Und natürlich das Ding hier. Zack. Okay, fast perfekt, aber es sieht wunderschön aus. Es ist ein perfekter Hexendrink. Sieht gut aus. Sehr stark. Nice. Okay, $500, 500 Geld, 500 was auch immer das hier sein mag, haben wir bekommen. Sehr, sehr stark. Wir haben den Drink hier gemixt. Jetzt schauen wir mal, was der gute alte Mexikaner da möchte. Oh, okay. Ich dachte ehrlich gesagt, dass das irgendwie wieder sowas ist, wo wir Werbung gucken müssen. Aber es gibt hier Schatztruhen. Wir können diese Schatztruhen anklicken. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal durch die Mitte 100 Dollaronis. Okay, und die können wir angucken, wenn wir dann Werbung schauen. Okay, brauchen wir nicht, okay? Das ist schon mal ganz gut zu wissen, weil manchmal kommt einfach so Werbung und... Ihr kennt es ja selbst, Leute. Ich hasse es. Wer hasst es auch? Gebt ein Like auf dieses Video, okay? Professionell Werbung gemacht. Wir haben jetzt hier den... Oh, es ist nicht der Mexikaner, der hier kommt, sondern der Typ mit der nicen Friese. Seiten auf Null, Leute. Oder wie man heutzutage sagt, Seiten auf Kontostand. Er möchte uns hier sozusagen etwas anbieten, dass wir mal schauen. Aber nein, danke schön. Wir wollen keine Werbung gucken. Typ mit komischer Frisur. Dann sollen wir ihm hier einen feurig scharfen Jalapenos-Drink machen oder sowas in der Art. Wir schauen mal rein. Also, er will... Oh, okay. Aus Mais... Okay, mit Mais habe ich bisher noch nicht gearbeitet, aber es gibt ja für jedes Mal das erste Mal. Und wir haben hier Cornfield. Okay, er möchte das alles in einem etwas breiteren Glas serviert bekommen. Das Ganze natürlich feurig scharf. Okay, und eine Limettenscheibe an der Seite. Boom. Das ist gut gewesen. Oh ja, okay, ein feurig scharfer. Okay, er trinkt einfach Feuer. Okay, er hat einfach gerade Feuer getrunken. Cool, sehr gut. Hm, yummy. Nom, nom, nom. So, dann gucken wir mal rein. Wir könnten hier irgendwie eine Kiwi gewinnen. Dann schauen wir mal. Was bedeutet das? Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen jetzt mal links. Oh, schon wieder 100 Dollaronis, Geld, was auch immer das hier sein mag. Okay, jetzt kommt das Glücksrad, so wie es aussieht. Gratis Rad drehen. Oh ja, da bin ich doch dabei. Drehen. Und festhalten, Leute. Oh. Wir haben eine Orange bekommen. Orange, Melange. Oh, das Mega-Glücksrad können wir nur drehen, wenn wir Werbung schauen. Nein, danke. Wir schaffen das auch so, Leute. Ja? Okay, hier haben wir den Robot. Und der gute alte Robot möchte, glaube ich, einen Alien-Drink mit irgendwie... Absolut keine Ahnung. Wir schauen uns das mal an, okay? Er möchte ein Handy haben. Er möchte ein Handy klein gemixt. Das werden wir ihm doch... Oha, okay. Es ist auf jeden Fall schwerer, das Handy klein zu mixen. Man muss auch ein bisschen aufpassen auf die Finger. Ich glaube, das kann ganz schön wehtun, wenn man sich hier die Finger reinquetscht. Oh, okay. Das war nicht so perfekt. Und jetzt nochmal ein Stück Handy für den guten Empfang. Das war perfekt. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir ein Cream Phone. Oh mein Gott, Junge. Was ist das? So, das Ganze möchte er in so einer Art Einmachglas haben. Mit Deckelverschluss, aber ohne Deckel. Ihr wisst, was ich meine. Und das Ganze mit blitziger, stromgeladener Geschmacksrichtung. Und dazu ein UFO-Schirm. Zack.
Perfekt, cool. Und dazu noch natürlich ein bisschen Eis. Und schmeckt's? Oh yeah. Dieser Dance einfach sehr, sehr cool. Sehr, sehr nicer Dance. Okay, wir haben bisher jedes Level mit 3 Sternen abgeräumt und bekommen jetzt hier sogar 1700 Cash in unsere Tash, meine Freunde. So, dann schauen wir doch mal rein. Wir können hier... Oh, was haben wir denn jetzt freigeschaltet? Glas. Okay, so ein längliches Cocktailglas, so wie es aussieht. Okay, ich habe nichts zu meckern. Ich finde das Game ganz geil. Also, ich weiß ja nicht, Leute. Wie findet ihr das Game? Wollt ihr davon noch einen zweiten Part? Schreibt es mal unten in die Kommentare. So, jetzt können wir erstmal alles upgraden, oder? So wie es aussieht. Oh, 900 dafür. 900 dafür. Würde ich nur sagen, nehmen wir den nächstgelegenen Tisch hier hin und die nächsten Gäste stehen auch schon bereit. Das ist hier einmal der gute alte Onkel Jenkins oder Opa Jenkins. Dann irgendwie so eine Art Zauberer oder sowas. Und hier einfach so ein verrückter Wissenschaftler. Okay. Da, what's up? What's Gucci? Hier ist einfach dieser Typ mit dem Schnauzer. Ich hatte auch mal einen Schnauzer. Das war echt cool, Mann. Vielleicht mache ich mir sogar wieder einen. Ich hätte da irgendwie Bock drauf, irgendwie so einen coolen Dings zu machen. Oh, jetzt habe ich ihn weggeschickt, weil er uns irgendwie Werbung geben wollte. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Okay, guter Mann. Du bekommst einen crazy Zaubertrank. Drink. Keine Ahnung. Erstmal Schokolade. So. Oh, das ist ein dickes... Oh, das ist ein langes Stück Schokolade, muss ich sagen. Oh, das war sehr knapp. Wow. Okay. Das Ganze hier in einem länglichen Glas. Komischerweise haben wir das in der vorherigen Runde freigeschaltet. Ob das vom Spiel so gewollt war? Ich glaube schon. So, dann hier diese Magie rein. Und er möchte natürlich auch noch eine schmackhafte Limette zu der Schokolade. Was, glaube ich, nicht gut schmeckt. Also ich möchte ja nicht sagen, er hat ja eigentlich nur eine pürierte Schokolade von mir bekommen. Oder einen Schokodrink. Und dazu macht er Limette. Weiß nicht, ob sich das so gut ergänzt. Keine Ahnung. Oh. Es ist die Mitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war richtig gut. Das war richtig gut gerade. Alter, Junge, hättet ihr das jetzt gewusst? Ich hab's direkt gesehen. So zack, 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 zack. Und drin ist das Ding. Nice. Okay, wir haben Henry freigeschaltet. Wir können Henry abholen, indem wir Werbung schauen. Ach, Mann, das mag ich an so Spielen halt gar nicht. So, wir machen jetzt erstmal den Wissenschaftler und dann schauen wir mal, was wir noch so machen können, okay, Freunde? Let's go. So, zack, machen wir das Ding. Die Banone, vorsichtig, die Banone. Oh, das war knapp. Und natürlich dazu noch einen Apple. Okay, der Apfel war auch nicht ganz gut, aber es sieht ganz lecker aus eigentlich. Hier so ein bisschen Corn Cream. Ja, kann man mal machen. Das Ganze natürlich in diesem Einmachglas. Das Ding da drauf und die Dekoration mit dem da. Zack. Ah, Mist. War das jetzt auch wieder so gewollt, dass ich die Dekoration wirklich bekommen hatte, weil er wünscht sich das? Ich weiß es nicht. Kann schon sein, dass das Spiel mich so ein bisschen zufriedenstellen möchte, dass ich hier irgendwelche coolen Sachen noch bekomme. Keine Ahnung. Was hast du so am Start? Ein Handy? Eine Zutat? Oh, okay. Alter, dieses yummy, das nervt übelst. Okay, ich glaube, das ist jetzt echt extremst viel noch, was auf uns zukommt. Aber ich würde mal sagen, wir gehen erstmal ganz kurz in den Shop rein. Wir können hier bei 2400 unseren Shop weiter aufarbeiten. Okay, dann können wir hier das hier upgraden. Das heißt, wir haben jetzt alle 3 Tische sozusagen freigeschaltet. Okay, was passiert, wenn wir hier auf Gegenstände gehen? Was kommt da? Aha, also hier haben wir dann einfach nur die Liste mit den angegebenen Gegenständen, die wir so am Stissel haben. Wenn wir hier auf angepasst gehen, dann haben wir hier verschiedene Mix-Sorten. Dann haben wir hier die Normies, Hipster, Buben, Superhirne, Monster. Also das sind, glaube ich, dann sozusagen die Stufen, die wir gehen können, glaube ich. Dann haben wir hier noch irgendwie verschiedene Mixer. Hier haben wir die Mixer. Und. Rasch, schnell, luxuriös, wundersam und. Also es gibt echt eine Menge, was man hier freischalten kann. Das hier ist der Strand, den können wir auch upgraden. Bla, bla, blub. Aber das hier wäre, glaube ich, das nächste Ziel, was wir machen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, Leute. Das wird eine lange Karotte. Oh, 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 oh. Ist das eine lange Karotte? Nice. Okay, sehr stark. Dann diesen hier. Okay. Und dann diesen hier. Bam! Okay, let's go. Oh, okay, wir sind am Rad angekommen. Gratis Rad drehen. Und jetzt komm schon, gib mir die Million. Ich will die Million. Bitte, gib mir eine Million. Bitte keine Gurke, gib mir eine Million. Komm schon, komm schon. Ich habe auch einfach kein Glück, oder? Ich habe auch einfach kein Glück. Ich wollte genau diese Gurke nicht haben. Was ist das? Dieses Spiel hasst mich. Oh, es ist Frankensteins Monster und er möchte irgendwie einen dreckigen Drink haben, so wie es aussieht. Und am Ende kriegen wir da noch eine Belohnung. Okay, wir hauen's rein. Let's go. Karotte. Oh, das ist... Oh, okay, super. Oh, nein. Moment. Wir müssen die Zutat wechseln. Das ist falsch. Nein, er wollte aber eigentlich was anderes haben. Oh, oh. Wir haben den Drink versaut. Hier ein Stück Bockwurst. Karottenfleischsaft. Und der hat... komische Fliegen und so. Es ist aber der falsche, den wir gemacht haben. Zum Teil. Natürlich dazu noch eine kleine Dings. Oh nein, das ist der falsche. Ist er trotzdem zufrieden? Oh, nur 2 Sterne. Au, 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 au. Da haben wir uns aber ganz schön am Fett verbrannt. Okay, bester Preis, eine neues Glas. 250 Geld. Ist gut. Kann man nicht sagen. Kann man nicht meckern. Was geht, Mann? Ey, da ist ja wieder der Zauberer. Wie cool. So, dann schauen wir mal rein. Jetzt werden die Drinks auch ein kleines bisschen anspruchsvoller. Wir sollen hier eine Gurke reinhauen. Let's go! Ah!
Ich habe meine Finger da drin gehabt. Okay, Leute, das war so wack. Okay, rein da. So, zack, let's go. So, dann die Orange rein. Orange. Zack, let's go. Dann Apfel. Drinne. Perfekt. Dreimal perfekt. Gutes Ding. Sehr, sehr nices Ding. Langes Glas. Und dazu natürlich noch eine nice Orange an die Seite. Pum. Das Ding ist fetzig. Oder wie manch anderer sagen würde, hip. Oder cool. Groovy. Okay, was geht ab, Zauberer? Du willst einen nice Drink? Vielleicht kriegen wir gleich mal wieder irgendwas Cooles von dem. Okay, hier einmal den da. Banone. Rein da. Okay. Und dazu eine Gurke. Dann hierzu das Glas, das Einmachglas. Ist natürlich alles sehr chillig. Eine Spezialzutat und das schöne Dekorationsding. Geben Sie mir bitte $500. Das ist schon ganz schön teuer dafür. Oh, jetzt wird der Hut hier. Okay. Ist es wieder hier. Verdammt! Nein! Oh, Mist. Okay, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass ich es jetzt dieses Mal hinkriege. Damn! Okay, wir machen jetzt noch weiter, Leute. So, ich habe gerade richtig Bock da drauf. So, wir spielen das und hier einmal die Wurst rein. So, okay, nicht... Oh, doch, mehr als... Oh, lol, was für Würste. Juhu! So, boom, 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 boom. Geil, okay. Ist einfach ein Corn Dog im Drink, Leute. Ich will nicht wissen, wie das schmeckt. Und dazu natürlich dann noch die perfekte Limette. Zack. Schmeckt bestimmt grausig. Das ist einfach nur so püriertes. Als wäre das so ein Fitness-Shake oder sowas. Tag Nummer 6 starten. Dann schauen wir mal rein. So, Apfel. Zack. Karotte als nächstes, aber eine schöne Karotte. So. Und natürlich auch eine schöne Gürke. So. Glas möchtest du dieses hier. Und als Dekoration die Feder. Das Ding ist geritzt. Level 15 ist geschafft. Wir haben 1200. Oh, jetzt kommt das große Rad. Bitte. Gratis Rad drehen, Leute. Das ist es. Das ist es. Okay. Gratis Rad drehen. Komm schon. Geld, 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 Geld. Gib mir Geld. Oh, Free Spins. Ey, Free Spins. Okay, okay, abholen das Ding, Pineapple, Schokolade, abholen das Ding und Rosen. Okay, ich glaube, das war gewollt von dem Spiel, auf jeden Fall, dass wir das freischalten, weil das werden wir jetzt gleich in den nächsten Leveln definitiv brauchen. Dann zeig mal her, möchtest du zufällig eine Pineapple haben? Ja, war ja klar. So, das Ganze mit Schale natürlich, ja, das ist dann der extra Kick, das ist gesund, Leute. Ich sag's euch, alles mit Schale essen ist immer gesund. Nein, das war ein Spaß, Leute, keine Ahnung. Du möchtest ein Einmachglas und einen roten Schirm dazu. Boom, das Ding habe ich jetzt direkt geklickt, habt ihr es gesehen? Ich bin nämlich wie eine Maschine, Leute, eine Maschine bin ich. Okay, eine Rose, zip, easy, dazu ein bisschen Eis, zack. Und das da, Schokolade, weiße Schokolade, natürlich, Leute. Ich bin großer weißer Schokoladeesser-Fan, groß was. Ich mag weiße Schokolade. So, Zaubertrank. Und das da, nice. Wenn man ganz schnell klickt, dann kriegt man das auch hin, easy. Okay, wir haben sogar gleich geschafft, dass wir... Oh, bester Preis, eine Spinne. Ein Schuh? Wir haben einfach einen Schuh bekommen. Oh mein Gott, wie wack. Bester Preis ist die Spinne und wir kriegen einfach einen Schuh. Alter, das ist so noobig wieder. Alter, es ist so noobig. Oh mein Gott. Hey, ich glaube, oh, wir können Bäume upgraden. Oh, oha, yo. Da würde ich auf jeden Fall auch mal einen Drink trinken gehen. So, meine Damen und Herren, ich glaube, das hier ist jetzt auch das letzte Level für heute, meine Damen und Herren. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video heute gefallen hat. Ich werde das Ding jetzt hier noch zu Ende machen. So, für den guten alten Herrn. Und Leute, falls ihr Bock auf noch einen Part habt, dann lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen. Und ja, lasst dem Ganzen ein Like da. Schaut die letzten Noob vs. Pro Shorts an, die ich gemacht habe. Schaut auch morgen wieder vorbei um 14.30 Uhr beim weiteren Video, meine Damen und Herren. Und ansonsten würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Leute, und tschüss.